Eines der heißesten, eines der wichtigsten Themen aktuell auf dem Transfermarkt ist das Thema Min Jae Kim, das heißt der beste Verteidiger der italienischen Serie A in der abgelaufenen Saison, der vermutlich zu den Bayern wechseln soll. Das werden wir heute hier diskutieren mit Marcel. Hallo Marcel. Guten Morgen. Und mit Luca Cirillo aus Napoli, also einer, der tatsächlich weiß, worum es geht, der ihn verfolgt. Ein Sportjournalist. Ciao, Luca. Ciao, Carsten. Buongiorno a tutto. Good morning. Luca, Spalletti hat gesagt, Kim ist der beste Verteidiger der Welt. Quindi Luciano Spalletti, l'allenatore del Napoli, ha detto questo è il miglior difensore al mondo. Sei d'accordo? Beh, dopo la stagione che ha disputato con il Napoli e anche a grandissimi livelli in Champions League, credo che in questa fase si possa considerare, se non il migliore, sicuramente tra i migliori centrali di sinistra del calcio europeo. È evidente che dopo una stagione singola al Napoli bisogna confermarsi a grandissimi livelli, quindi dovesse passare in un top club, perché il Napoli è di fascia medio-alta, ma non è certamente un top club in assoluto, credo che lì poi dovrà dimostrare continuità, perché una stagione importante la possono fare quelli che hanno talento, però poi ci vuole il carisma e la personalità per avere una continuità ad altissimi livelli. È chiaro che ha dimostrato di essere importante anche dal punto di vista tecnico in Champions, quindi credo che Spalletti abbia ragione, però attendiamo di capire nel futuro se Kim sarà davvero uno dei migliori centrali difensivi del mondo. Also Luca hat gesagt, natürlich hat er gezeigt durch seine Spielzeit beim SSC Neapel, dass er einer der besten Verteidiger der Welt ist. Vielleicht nicht der Beste, aber unter den Besten aktuell. Er hat ja auch schon Champions League gespielt, muss aber eben jetzt beweisen, dass er es kann. Außerdem hat er eine ganz wichtige Sache angesprochen, Linksfuß. Ja, Kim ist ein Linksfuß und diese Innenverteidiger werden nun wirklich heiß gesucht. Das ist das Thema auch bei den Bayern, Marcel. Deshalb gehen wir da vielleicht auch noch mal kurz drauf ein. Ja, du sagst es, Carsten. Er ist Linksfuß, er ist 1,90 Meter. Er wird nicht umsonst The Monster genannt, also das Monster. Auch in Südkorea, in seiner Heimat, wird er so genannt. Und was er halt einfach hat, ist eine gute Geschwindigkeit, was für das bayerische Spiel natürlich sehr, sehr wichtig sein wird. Er hatte, wie du gesagt hast, diesen linken Fuß. Plus er ist jemand, der nach vorne sehr, sehr gut verteidigt. Das heißt, er immer wieder mit dem Stürmer raussticht, dann dort den Zweikampf führt, teilweise im Mittelfeld. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass die Bayern nächstes Jahr sehr dominant spielen werden, das heißt auch wieder mit einer hohen Abwehrkette, dann ist dieser Spieler vielleicht genau der Richtige, neben einem De Ligt, ja, der ebenfalls aus der Serie A kommt. Klar ist aber auch, es wird ein anderer Fußball werden als bei Neapel. Und deswegen glaube ich, dass er dann vielleicht ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten zu Beginn haben wird. Aber ich glaube, auf lange Sicht, er ist ja auch erst 26 Jahre, kann Min Jae Kim den Bayern auf jeden Fall sehr gut helfen. Das ist das, was Luca auch schon angesprochen hat. Er hat natürlich noch nicht die Erfahrung in einem absoluten Top-Club. Der SSC Neapel ist ein guter Club, aber kein Top-Club. Luca, parliamoci chiaro. Kim potrebbe lasciare il club a partire del primo luglio per una cifra già fissata. Quanto è probabile? È probabile più dell'80%. Intanto ti dico che lui farà il servizio militare fino al 6 di luglio, perché le settimane di servizio militare per i calciatori che sono stati esentati dalla leva, perché in Asia la leva militare è 2 anni, solo che dopo i giochi di Giacarta, gli Asian Games, è chiaro che i calciatori sono stati esentati. Quindi invece di 2 anni fanno dalle 3 alle 5 settimane di servizio militare, quindi il 6 di luglio finirà la leva, gli obblighi di leva, e poi sicuramente credo che non tornerà a Napoli, perché anche su Instagram gli indizi sono chiari. Ha tolto la spunta di essere un calciatore della SSC Napoli, quindi le percentuali sono altissime che possa lasciare il Napoli. Ad oggi dico 80% Bayern Monaco, tra l'altro giornali importantissimi in Germania danno quasi per fatta l'operazione, però attenzione, perché ci potrebbe essere un inserimento del Manchester City o anche del Paris Saint-Germain, che dopo il probabile addio di Mbappé e di altri calciatori importantissimi potrebbe fare una doppia operazione con il Napoli, quindi chiedere sia Kim che Osimhen al Napoli. Quindi bisogna fare molta attenzione, anche perché sai benissimo che l'ossessione dello sceicco del Paris Saint-Germain è vincere la Champions. E quindi, come dicevamo prima, i due calciatori che hanno dimostrato di poter fare il salto di qualità sono proprio Kim ed Osimhen.
Perfetto, grazie Luca. Also er hat drei Aspekte angesprochen. Luca, Kim macht seinen Grundwehrdienst gerade. Allerdings dauert er nur bis zum 6. Juli. Profisportler müssen nicht 2 Jahre die Ausbildung machen, sondern nur wenige Wochen. Der endet am 6. Juli. Er sagt, zu 80% geht Kim zu Bayern München, denn auch die Tageszeitungen in Deutschland, das wissen wir auch, haben schon den Vollzug praktisch gemeldet. Konkurrenz ist Man City. Manchester United ist raus, das ist wohl klar. Und was er noch mit ins Spiel bringt, Paris Saint-Germain. Denn wenn Mbappé tatsächlich wechseln sollte, dann brauchen sie sowohl vorne als auch hinten jemanden. Dann wäre das Paket Osimhen, Kim für PSG ein riesiges. Außerdem sind die Verbindungen zwischen Aurelio De Laurentiis, also dem Präsidenten des SSC Neapel, und dem Verein in Paris sehr eng. Ja, das ist auch noch eine Möglichkeit. Was sagst du dazu, Marcel? Vor allen Dingen, was sagt ihr dann auch draußen dazu? Ganz genau. Wir wollen natürlich eure Meinung hören. Wir wollen auch gerne euer Abo hier lassen. Könnt ihr gerne mal tun. Und ja, ich sag mal so, jede Mannschaft, die nächstes Jahr Ambitionen hat, in der Champions League was zu erreichen, muss sich eigentlich um Min-Jae Kim kümmern, weil er ist ein Schnäppchen, kann man ja so sagen. Er hat momentan einen Marktwert von 60 Millionen. Die Ausstiegsklausel soll darunter liegen. Dementsprechend ja, muss sich jede Mannschaft einfach um ihn kümmern. Und ich glaube tatsächlich, dass Bayern eine gute Adresse ist. Natürlich, wenn man zu Manchester City, zum Champions-League-Sieger wechseln kann, sollte man sich das immer gut überlegen. Aber ich glaube, weil die Bayern eben Nachholbedarf haben durch die potenziellen Abgänge von Hernandez und auch von Pavard, sieht natürlich auch ein Min-Jae Kim, dass er dort vielleicht am ehesten die Möglichkeit hat zu spielen. Super. Luca, un'ulteriore valutazione di Kim. È un calciatore che sicuramente ha davanti a sé non tantissimi anni di carriera, perché ricordiamolo che lui a novembre compirà 27 anni, quindi parlare di scommessa è un azzardo dal mio punto di vista. È chiaro ed evidente che stiamo parlando di un giocatore che ha davanti a sé 5-6 anni di altissimo livello, ma non è un calciatore di primo pelo. Il Fenerbahce l'anno scorso lo ha lanciato a grandissimi livelli, anche se gli osservatori di tutto il mondo già lo conoscevano. È chiaro che poi c'è stato il photo finish tra il Rennes e il Napoli. Il Napoli è riuscito a prenderlo. Mi stupisce più che altro che un uomo esperto come Aurelio De Laurentiis abbia fatto l'errore di inserire all'interno del contratto di Kim, che ricordiamolo è di 5 anni più 2 di opzione, una clausola rescissoria così bassa, perché comunque dopo un anno così importante un calciatore simile può arrivare anche a delle valutazioni di 70-80 milioni di euro, considerato che club importanti come il Bayern Monaco, ma anche tutti quelli di Premier League, hanno i fondi per poterlo acquistare a quelle cifre. Quindi io credo che se Axel Disasi, che ha accettato ormai il Manchester United, vale 40 milioni, non vedo perché Kim non ne possa valere 70. Credo che la valutazione giusta per il momento di 60 milioni sia equilibrata, però è chiaro che De Laurentiis da questo punto di vista è stato avveduto, perché ha fatto le fasce di fatturazione per i club che sono interessati ad acquistarlo. Quindi se si tratta di club di primissima fascia come il Bayern Monaco, come il Manchester City, è chiaro che poi la valutazione cresca. Quindi io credo che ad oggi sia una valutazione equa, però ricordiamolo, ripeto, che a novembre compirà 27 anni, quindi c'è da capire anche se poi De Ligt, che è il giocatore, il centrale più importante insieme ad Upamecano del Bayern Monaco, bisogna capire poi dove giocherebbe Kim, se a destra, se a sinistra. Il Napoli ha dimostrato che può giocare sia a destra che a sinistra, quindi dipende anche molto dalle scelte tecnico-tattiche di Tuchel. Grazie mille Luca per la tua valutazione veramente seria. Grazie di nuovo. Grazie a voi, è sempre un piacere. Buon lavoro a tutti. Grazie. Buona giornata. Ciao bello. Schnell die Zusammenfassung von Luca. Er meint, dass es erst einmal verwunderlich ist, dass De Laurentiis, der ja ein Experte ist in Verträgen, die zu seinen Gunsten ausgehen, dass er eine Klausel hat einbauen lassen für Kim, dass er für weniger als 60 Millionen wechseln kann. Denn normalerweise wäre sein Marktwert aktuell wohl eher Richtung 80 Millionen. Dann hat er aber auch nochmal gesagt, er wird im November 27 Jahre alt. Also er hat vielleicht jetzt noch 4, 5 richtig gute Jahre vor sich. Also er ist jetzt keiner, der noch blutjung ist und außerdem erst, 2 Jahre im europäischen Fußball wirklich gezeigt hat, was er kann. Also von Fenerbahce zu Neapel.
Hello guys, I'm Minje. I'm very happy to join this team. See you soon. Ciao. Wir haben Einschätzungen aus Neapel. Jetzt deine, Marcel. Genau, Carsten. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, einen kleinen Faktencheck zusammenzutragen über Min Jae Kim. Und ich fange einfach mal mit vier spannenden Wusstet-ihr-das-Fragen an. Nämlich, wusstet ihr, dass ein großes Carpe Diem-Tattoo die Brust von Min Jae Kim ziert? Wusstet ihr, dass Min Jae Kim erst im Alter von 24 Jahren erstmals nach Europa wechselte? Ja, er hat in China gespielt, vorher natürlich in Südkorea, dann ging es zu Fenerbahce in Türkei und jetzt schließlich zu Neapel. Wusstet ihr, dass Min Jae Kim anstatt 18 Monaten nur 12 Wochen Wehrdienst machen muss in Südkorea? Warum? Weil er damals bei den Asian Games 2018 die Goldmedaille gewonnen hat. Deswegen muss er nur 12 Wochen diesen Wehrdienst ableisten. Und wusstet ihr, dass Min Jae Kim in der vergangenen Saison nur 4 Pflichtspiele verpasst hat? 2 davon übrigens wegen einer Gelbsperre. Ja, Carsten, du siehst sehr spannende Fakten über Min Jae Kim. Wir kennen ihn ja noch nicht richtig. Wir kennen auch seine Persönlichkeit noch nicht richtig. Was man aber so sehen kann auf seinem Instagram-Kanal, dass das ein sehr familiärer Mensch ist, sehr zurückhaltend, sehr schüchtern. Die Mannschaft musste ihn so ein bisschen mit reinnehmen in die Meisterschaftsfeiern, dass er auch ein bisschen aus sich rauskommt. Es wird spannend zu sehen sein, wie sich dieses Monster aus Südkorea in Deutschland, wenn es so kommen sollte, zurechtfindet. Also da muss ich dir jetzt widersprechen, wir kennen ihn nicht so richtig. Ich war sehr oft in Neapel und bin sehr oft in Neapel und kommentiere sehr oft Neapel. Also insofern glaube ich mir auch ein Urteil erlauben zu können, zumindest zum Thema Kim auf dem Platz. Das Monster, ja, hört sich immer sehr wild an. Er ist einfach im Zweikampf extrem gut, ja. Und spielt selten faul. Was er noch in den Griff bekommen muss, und das war mit Sicherheit auch ein entscheidender Faktor, warum der SSC Neapel nicht ins Halbfinale der Champions League eingezogen ist, sondern Milan. Er hat gefehlt, weil er gemeckert hat nach einer Aktion des Schiedsrichters. Dann bekam er die gelbe Karte wegen Meckern und fehlte eben im Rückspiel. Eine brutal dämliche Aktion, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Aber ansonsten ist vor allen Dingen auch seine Bewegung nach vorne. Also er schaltet sich mit ein und er macht dann eben auch die Tore nach Ecken. Ja, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Kopfballstark, sowohl defensiv als auch offensiv. Und wenn er Platz hat, geht er mit nach vorne und er hat eben noch den Speed. Aber Carsten, ich möchte auch ganz kurz nochmal darauf hinweisen, dass man als Verein nicht immer darauf achten sollte, wie der Spieler an für sich spielt, sondern auch darauf achten sollte, wie die Mannschaft im Vergleich dazu spielt. Das heißt, ich würde tendenziell nie einen Spieler von Atletico Madrid, einen Abwehrspieler von Atletico Madrid verpflichten, weil man eben weiß, sie stellen sich hinten rein. Und natürlich ist es viel, viel einfacher für einen Verteidiger, einen geringen Raum, einen kleinen Raum zu verteidigen. Das heißt, wenn meine Mannschaft auch im Abwehrpressing spielt, dann bin ich automatisch ein besserer Verteidiger. Das ist meine feste Überzeugung. Und Neapel war jetzt auch keine Mannschaft, die komplett mit ihrer Kette eben fast in der gegnerischen Hälfte agiert hat. Nein, aber bis zur Mittellinie, Marcel, aber bis zur Mittellinie rücken sie vor. Also Spalletti. Ja, aber Carsten, es war dennoch eher ein Mittelfeldpressing. Und die Bayern werden ein krasses, hohes Angriffspressing spielen. Auch unter Thomas Tuchel, auch wenn er nicht der Experte, der Spezialist dafür ist. Und deswegen bleibt meiner Meinung nach abzuwarten, ob das wirklich der richtige Transfer ist. Wenngleich man sagen muss, einen besseren Innenverteidiger für den Preis, den wird es in dieser Transferperiode nicht geben. Wunderbar. Hast du noch was? Ich bin soweit durch. Will natürlich eure Meinung wissen. Haut es in die Kommentare rein. Was haltet ihr von dem potenziellen Transfer von Min Jae Kim zu den Bayern? Wen seht ihr vielleicht als Ersatz bei Neapel? Auch das wird ja spannend zu sehen sein, wen die Neapolitaner dann für die Champions League verpflichten. Und ja, ich bin gespannt. Haut es in die Kommentare. Lasst euer Abo da. Und dann hoffen wir mal, dass der Südkoreaner die Bundesliga bereichert. Ein Monster in der Bundesliga. Ich habe jetzt schon Angst. Das war unser Spezial zu Min Jae Kim.